Eine Stadt, ein Team, ein Ziel, heißt es auf den Bannern in der Dessauer Anhalt Arena. Doch auf dem Weg zur eingleisigen zweiten Liga hat es nun eine große Veränderung im Team des Dessau-Roßlauer Handballverein gegeben. Wir haben mit sofortiger Wirkung nach Absprache mit dem Präsidium den Trainer Peter Püsal beurlaubt für den Rest der Saison. Das Training wird im Tagesgeschäft übernommen von Arman Ruschins. Und den formellen Akt der Trainerlizenz übernimmt Marco Rösicke. Es tut mir sehr leid, dass wir diesen Schritt gehen mussten, aber ich denke, angesichts der heutigen Dinge, die wir gesehen haben, war es nicht anders möglich. Doch was genau hatte man gesehen? Beim Endspurt für die Qualifikation hatten die Beavers mit der Reserve der Berliner Füchse den Tabellenvorletzten zu Gast, gegen den man nicht nur zwei Punkte einfahren, sondern auch etwas zur Verbesserung der Tordifferenz tun wollte. Doch dann kam alles anders. Der DHV tat sich von Beginn an schwer, fand weder ins Spiel noch den Weg ins Berliner Tor. Stattdessen gingen die Gäste durch Treffer von Voss und Litzinger in Führung. Erst nach knapp 5 Minuten gelang es Armans Uschins, einen Lattentreffer von Hettrich doch noch zu versenken und das erste Tor für die Gastgeber zu erzielen. Doch auf ein kraftvolles, durchdachtes Spiel der Beavers warteten 724 Zuschauer in der Anhalt Arena vergeblich. Stattdessen sahen sie Fehlpässe, Ballverluste und eine Chancenverwertung, die gegen Null tendierte. Die Berliner Füchse dagegen schafften es mit schnellen Kontern, aber auch mit klugem Positionsspiel zu punkten und lagen nach einer Viertelstunde mit 6:9 in Führung. Auszeit Dessau-Roßlau. Und was immer Peter Püsal seiner Mannschaft dazu Gehör brachte, schien zunächst zu wirken. Endlich nutzten die Beavers ihre Chancen, erkämpften sich Bälle und kamen mit Treffern von Uschins, Holz und Panfil zurück ins Spiel. Für Andreas Sprecher, der nicht in Bestform war, kam Christian Hoffmann ins Tor und der machte seine Sache gut. So gelang es den Dessauern in der 19. Minute sogar mit einem Tor von Panfil in Führung zu gehen, doch die hielt nicht lange an. Mit Macht, doch leider völlig unüberlegt, wurde im Folgenden auf das Berliner Tor oder besser auf den Berliner Keeper geschossen. Was sich daraus ergab, waren jedoch nur tolle Konterchancen, die die Gäste eiskalt ausnutzten. Vorn vertat man viele Möglichkeiten durch Ballverluste, hinten bekam man vor allem von Ösen nicht unter Kontrolle. Und so endete die erste Halbzeit mit 12:16 für die Gäste aus Berlin. Auch in der zweiten Halbzeit zeigten sich die Beavers unkonzentriert und ließen sich von den Hauptstädtern regelrecht abziehen. Bis zum 13:20 zogen die Gäste davon. Doch aufgegeben hatte der DHV noch nicht. In dieser Phase des Spiels war es vor allem Armans Oceans, der unter Einsatz aller Kräfte für seine Mannschaft punktete. Auch Hoffmann versuchte alles, um seinem Team bei der Aufholjagd zu helfen. Doch vorne, da ging einfach viel zu viel schief. Und so führten die Berliner auch 10 Minuten vor Schluss noch mit 20:24. Und dann begann der Handball-Krimi. Lux, Rudo und Hettrich schossen den DHV binnen 2 Minuten zum 23:24. Die ganze Halle gierte nach dem Ausgleich. Der fiel allerdings erst mit dem 25:25 durch Matthias Rudo. Berlin legte noch einmal vor und wieder gelang dem DHV der Ausgleich 26:26 durch Daniel Holz. Noch einmal ging es hin und her, dann gelang Uschins der Führungstreffer, doch auch die Füchse konnten sofort ausgleichen und so nahm Trainer Püsal die letzte Auszeit. Noch 2 Minuten auf der Uhr, Dessau in Ballbesitz, Holz versucht es und scheitert am Berliner Keeper. Den Gegenangriff vereitelt Hoffmann und die Zuschauer hält es nicht mehr auf den Sitzen. Noch 30 Sekunden, doch dann das Rudo verliert den Ball. Die Füchse kontern und treffen. Noch knapp 10 Sekunden Zeit für den letzten Angriff, doch auch der landet in den Armen von Keeper Ziebert. Und dann steht fest, der Dessau-Roßlauer Handballverein verliert das Heimspiel gegen die Berliner Füchse 2. Und die feierten den ersten Auswärtssieg wie eine Meisterschaft. Der Rest ist bekannt. Trainer Peter Püsal wird beurlaubt. Aus eigener Kraft kann der DRHV die eingleisige zweite Liga nicht mehr erreichen. Wenn man guckt, wenn man ein bisschen Glück hat, spielt, ja, kann man immer noch mitspielen um den 10. Platz. Vielleicht ist ja auch der 11. Dadurch, dass die erste Liga, der Rheinland, keine Lizenz bekommt, ist man vielleicht mit dem 11. Platz noch drin, aber darauf können wir uns nicht verlassen. Wir müssen jetzt gucken, wie die letzten beiden Spiele von uns, von Altenholz, verlaufen und dann wissen wir in 2 Wochen mehr. So lange wird Präsident Thomas Zenger nicht warten. Der kündigte für diese Woche weitere Gespräche an. Denn wir müssen ja mal sehen, mit wem wir Regionalliga spielen. Oder die Relegation dann doch noch in einem sehr, sehr schwierigen Auswahlverfahren über die Bühne kriegen. Dass dies gelingt, daran glaubten zumindest am Sonntagabend aber wohl die wenigsten.